So, jetzt bin ich live. Ich hoffe, es klappt alles. So, ihr Lieben, ich hoffe, ich bin jetzt live und es klappt einfach alles. Hier steht bei mir, ich bin jetzt online und hoffe, ihr könnt mich irgendwie auch sehen. Wenn irgendjemand da ist von euch, sagt mal Bescheid. Ansonsten, ja, ziemlich viel Verwirrung, wie ich finde. Heute Morgen, ja, es war alles ein bisschen suboptimal mit dieser ganzen Technik. Aber ja. Jetzt bin ich da und ja, hoffe, irgendjemand von euch ist gerade auch da. Ja, ach Mann, wie schön. Boah, ihr seid da. Ich bin echt total happy. Hört ihr mich auch? Oh, wie cool. Ich sehe euch. Oh Mann, wie cool. Oh, schön. Hey, Irina, Yves, Sonny, alle da. Voll cool. Oh, ihr könnt euch nicht vorstellen, was wir hier gewirbelt haben die ganze Zeit. Gestern schon, heute schon. Ich war hier im Verzweifeln. Meine Haare liegen jetzt wahrscheinlich völlig quer. Ich habe mir mittlerweile auch schon Cola geholt, um ein bisschen, ja, klar zu kommen. Ja, cool. Schön, dass ihr da seid. Ich habe jetzt gerade jetzt mich hier im Ohr. Ich muss mich mal kurz rausnehmen. Ups, hoffe, es klappt trotzdem noch toll. Ja, voll schön, dass ihr echt alle da seid. Es ist einfach klasse. Ich habe es etwas anders geplant, dass es technisch alles super duper läuft. Boah, es kommt immer mehr, es ist cool. Ich freue mich so. Ich habe gedacht, ihr seid wahrscheinlich schon alle in der Sonne. Ja, voll schön, dass es geklappt hat, wie gesagt. Ich habe einfach gedacht, ja, ihr schreibt mir immer so lieb in die Kommentare und ich habe auch immer versucht zu antworten. Und ja, und habe aber gedacht, hey, es wäre so cool, wenn wir uns mal austauschen könnten, wenn ihr einfach mal jetzt hier eure Fragen stellen könnt. Und ich hoffe einfach, ja, dass ihr das jetzt macht, wenn ihr Lust habt. Ich kann euch vielleicht ich sehe gerade, gibt es auch narzisstische Schwiegermütter? Was kann man machen? Ja, da muss ich ganz spontan daran denken. Ich habe ein Video gemacht, ich glaube, vor 4 Wochen, da ging es darum, Söhne narzisstischer Mütter war das Thema da. Und da kann man natürlich, weiß ich nicht, wenn du einen Mann hast und das die Mutter ist, dann ist es natürlich auch übertragbar auf Schwiegermütter sozusagen. Und da hast du vielleicht auch ein paar Anregungen einfach drin. Und ja, also die gibt es auf jeden Fall. Und da muss man einfach auch gucken. Das ist natürlich total schwer, wahrscheinlich auch die Grenzen dann immer zu ziehen, ne? Weil man hat auf der einen Seite natürlich seinen Mann in dem Fall, wo man ja, dem man natürlich loyal gegenüber sein möchte. Auf der anderen Seite dann auch die narzisstische Schwiegermutter, die einem da wahrscheinlich immer ganz schön reingrätscht, sag ich mal, und einem das Leben da ganz schön schwer machen kann. Und das ist natürlich eine schwierige Sache, aber ich habe in dem Video auch ein paar Tipps reingepackt irgendwie. Ich sage euch ja immer ganz oft in meinen Videos, setzt Grenzen. Das ist immer leichter gesagt als getan. Eine ziemlich schwierige Angelegenheit oftmals, ich weiß das auch. Auf der anderen Seite glaube ich, dass da oftmals der Schlüssel vieler Dinge einfach auch liegt. Und da muss man natürlich auch bei sich immer gucken, ja, kann man das Grenzen setzen oder muss man da vielleicht noch so ein bisschen manchmal auch was lernen? Das ist ja manchmal auch gar nicht so leicht irgendwie. Ja, das ist dazu das Thema Ghosting. Ja, Ghosting ist auch, hat Claudia hier gerade gefragt, ja, ist auch was, was bei Narzissmus natürlich, wie ich finde, total ja, reinspielt. Ne? Das ist ja oftmals das, was Narzissten, wenn sie im krankhaften Bereich schon sind, ziemlich
ziemlich oft einfach machen, weil sie ja einfach, ihr lernt sie kennen, das ist alles total super, superer als super sozusagen und man denkt sich so, wow, krass, das gibt's ja überhaupt gar nicht, der Himmel auf Erden. Und man baut so ein Vertrauen auf, vielleicht auch viel zu schnell. Und dann ist es so, dass, ja, dass man gerade dann, glaube ich, wenn das Vertrauen, wenn man so denkt, so, boah, jetzt ist toll und jetzt kann die Beziehung auch näher werden vielleicht. Und dann ist ja genau der Punkt, wo der Narzisst einfach oftmals nach dieser Honeymoon-Phase, wie diese erste Phase ja heißt, ne, dass der dann quasi den Spieß so umdreht und dass man dann ganz plötzlich ja dasteht und dass er den Spieß umdreht, indem er einfach auch weg ist und einen da komplett auch alleine lässt sozusagen. Und das ist natürlich komplett schockierend für einen selber, weil man ja vorher dieses extreme Hoch gehabt hat und dachte, wow, genial, jetzt habe ich endlich jemanden gefunden, mit dem ich irgendwie, das ist ja dieses Seelenverwandtschaft, wisst ihr ja auch, habe ich ja auch schon euch meine Meinung so ein bisschen zugesagt, dass es oftmals, wie ich finde, auch so Effekte sind dahinter, und dass derjenige dann einfach verschwindet und das ist ja eben auch die Sache, wenn er krankhaft narzisstisch ist, dann ist ja auch keine enge Verbindung zu dem, also der anderen Person einfach irgendwie auch da, sondern es geht um die narzisstische Zufuhr häufig einfach nur und dann ist derjenige wie beim Ghosting einfach ja, weg. Und man selber denkt sich, was ist das denn? Wir haben uns doch noch so intensiv unterhalten vor kurzem und das kann doch einfach gar nicht wahr sein. Und wenn man dann eine kleine Selbstwertproblematik oder auch eine etwas größere hat, dann bezieht man alles vielleicht auf sich, denkt, man hat einen riesengroßen Fehler gemacht, dabei hat man überhaupt gar nichts falsch gemacht. Und der Fehler sozusagen, ne, bei Schuld, nicht Schuld ist auch immer so eine Sache. Ja, weil das schlechte Verhalten, was ja Ghosting auch einfach ist, ja Dinge nicht zu klären, das ist ja nicht erwachsen, liegt ja eigentlich beim anderen, aber man selber fühlt sich enorm schlecht. Und ja, es ist dann immer auch leichter gesagt zu sagen, es gibt diesen Spruch, ich mag Sprüche so, es gibt ja immer so Sprüche, die sind ganz gut, es gibt aber auch viele, die auch mal gesagt, so typische Sätze von Narzissten, die ja auch so Sprüche sind. Die sind, wie ich finde, immer so, naja, eher nicht so gut, aber es gibt so einen Spruch, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und manchmal ist es natürlich dann auch so, wenn man jemanden kennengelernt hat, der vielleicht sehr krankhaft narzisstisch auch ist und der dann so schnell weg ist, ist das erstmal ein Riesenschock und man muss sich auch die Zeit nehmen, das überhaupt erstmal zu überwinden und damit auch klarzukommen, weil das ist es einfach. Der anderen Seite kann man dann einfach auch gucken, okay, wieso konnte der so schnell eigentlich bei mir überhaupt einsteigen, in mein Leben sozusagen? Warum habe ich das überhaupt zugelassen? Muss ich da vielleicht in Zukunft so ein bisschen kritischer auch einfach sein? Und dann aber es irgendwann, und das dauert auch einfach eine Zeit, auch als Chance zu sehen, zu gucken, dass man jemanden findet, mit dem man sich emotional einfach besser verbinden kann, also richtig verbinden, der auch wirklich, der nicht einfach gehen kann von heute auf morgen, der auch ein Gefühl dafür hat, dass man so mit Menschen einfach nicht umgeht, also auch nicht umgehen möchte. Ja, das war so gerade eben zum Thema Ghosting. Hier ist gerade eine Frage, hattest du auch einen NPS-Mann, Frau, wie auch immer? Das ist ja auch eine Frage, die mich auch ganz viele stellen und auf mir auch ganz viele stellen so. Hast du überhaupt Erfahrung mit Narzissten? Und klar, ich habe auch meine Erfahrung mit dem Thema Narzissmus gemacht und von daher, sonst könnte ich ja den Kanal auch gar nicht, glaube ich, authentisch irgendwie betreiben und das hier machen, auch mit viel Herzblut machen. Genau, also das ist auf jeden Fall auch so eine Sache. Es kommen immer mehr Leute, ich freue mich voll, ist ja abgefahren. Ich habe eben gedacht, oh Gott, ihr seid bestimmt alle jetzt in der Sonne. Ich muss hier mal kurz ein bisschen scrollen und mal schauen, was es hier gibt. Hast du auch ein Video über narzisstische Persönlichkeitsstörung und Depression? Habe ich auf meiner Liste, muss ich mal sagen, weil das ja oft zusammenhängt einfach. Also ich finde, man kann das so über zwei Ecken zusammenhängen, so ein bisschen sehen. Zum einen ist es ja so, dass Narzissten, also wenn ich Narzissten sage, spreche ich meistens zu diesem extrem krankhaften Bereich einfach, ne? Wo es einfach eine Persönlichkeitsstörung auch ist. Und ich habe euch auch schon ganz oft in meinen Videos gesagt, dass Narzissten einfach auch extrem depressive Phasen mitunter haben. Das heißt, wenn sie eine Zurückweisung hatten, wenn sie irgendwie sich überschätzt haben, wenn die Anerkennung nicht kommt oder so, dann kann das einfach natürlich auch in diese Ecke einfach gehen. Und dann ist das so, finde ich, so die eine Seite mit dieser depressiven Phase. Dann ist es aber auch so, dass man, wenn man viel mit Narzissten zu tun hat,
durchaus auch depressive Phasen haben kann, sich ganz schlecht fühlt und man sich die ganze Zeit fragt, was ist das eigentlich? Und ganz oft ist das, hat auch meine Psychotherapeutin gesagt, was ich super fand, so dieser nach innen gerichtete Ärger oftmals. Ne? Man ärgert sich über den Narzissten oft, weil er mit einem echt schlecht umgeht, ganz oft. Ne? Und man ja seine Wünsche auch gar nicht ausleben kann. Und deswegen ist es dann so, dass man diesen Ärger, der muss ja irgendwo hin. Und anstatt ihn dann so an die Person zu richten, das meine ich nicht ausflippen oder so, sondern einfach zu klären, sag ich mal, wie Erwachsene das klären, kann man ja nicht, wenn man ein Problem hat, dass man ganz viele Narzissten im Freundeskreis oder im Elternhaus hat oder so. Dann ist das ja noch krasser sozusagen. Das heißt, man ärgert sich eigentlich über Dinge, kann sie nicht klären und dann fängt man an, diesen Ärger nach innen zu richten. Total blöd, weil man natürlich dann auch einfach traurig wird und ja, das ist natürlich kein schönes Leben. Also es hat ja viele Facetten, warum es so ist. Deswegen ist ja umso wichtiger, sage ich euch ja auch so oft, es ist so wichtig, was für Leute ihr um euch habt. Ich muss auch gerade, mein Freund echt, der hat mir so geholfen gestern und heute stundenlang und hat mich motiviert gesagt, hey, du kriegst es noch hin und er hat mir geholfen und so jemanden zu haben, der einen so fördert, ist einfach toll, als wenn man jemanden hat, der einem in dem Moment sagt, ja, technisch, du hast da überhaupt gar nicht drauf. Ja? Also was so typisch narzisstisch zum Beispiel wäre, oder ich muss jetzt gerade denken, wenn so ein verdeckter Narzisst jetzt hier sitzen würde, der wahrscheinlich sagen würde, ja, ich wollte ja nichts sagen, aber ich habe das ja schon geahnt. Und naja, Schuster, bleib bei deinen Leisten, das wäre so ein typischer Spruch in dem Fall. Also ja, jetzt bin ich ein bisschen ausgeschweift. Auf jeden Fall dieses Thema Depression irgendwie, wenn es euch interessiert, mache ich total gern nochmal was zu. Das war jetzt mal so ein kurzer Abriss sozusagen. Ja, so, jetzt gucke ich gerade mal runter. Hier schreibt jemand, hallo Marie, wie erkenne ich narzisstische Nachbarn? Auch ein total spannendes Thema, habe ich auch ein Beispiel gemacht. Musst du mal gucken, Konflikte mit Narzissten, souverän begegnen. Da ist ein Beispiel drin von einer narzisstischen Nachbarin. Und das kann total nerven. Das ist echt eine ja, blöde Sache, weil die man die natürlich im Umfeld irgendwie hat, sozusagen. Das Wichtige ist, dass man da, wie auch so oft, sich nicht, sag ich mal, in Kleinkriegen verstrickt, sondern dass man da auch ganz klar bleibt, sozusagen. Und ich hatte da so ein Beispiel drin mit einer Nachbarin, die da irgendwie den gesamten Hausflur zugemüllt hat. Und ja, da dann meinte, das ist so ein bisschen normal. Und darauf angesprochen, meinte sie nur, ja, sie grüßen mich doch die ganze Zeit überhaupt gar nicht. Ja, was wollen sie denn eigentlich? Und da auch dabei zu bleiben und zu sagen, ich möchte gerne, dass sie zum Beispiel, das ist jetzt echt, klingt jetzt ein bisschen spießig, ja, die Blumen wegräumen, aber es ist einfach so ein Beispiel, was sagt, hey, würden Sie jetzt bitte diese Blumen hier wegräumen, das ist nicht in Ordnung, hier steht wirklich alles voll, können Sie hinten ein bisschen an den Rand stellen. Und dann noch zu sagen, ich weiß, wenn ihr eine Eigentumswohnung habt, ist was anderes, wenn es aber eine Mietswohnung ist, zu sagen, ja, dann muss ich das über den Vermieter klären. Da kommt man sich ziemlich bescheuert vor, vielleicht erstmal, man denkt, weiß ich nicht, muss das denn sein? Hey, aber auf der anderen Seite, wenn es euch wirklich stört und wenn das zunehmend so kommt, würde ich Sachen erstmal versuchen, ruhig und klar auf der Ebene zu klären. Ansonsten direkt an den Vermieter zu gehen, wenn ihr, wie gesagt, eine Mietwohnung habt. Eigentumswohnung ist ein anderer Schnack oder ein Haus, ja, muss man eben auch gucken. Aber da zur Not, wenn es auch um so rechtliche Sachen geht, sich dann einfach juristisch mal zu schauen, was man da einfach auch irgendwie machen kann. Ich glaube, das ist einfach auch, ja, so eine Sache. Ich gucke nochmal. Ja, such das Video, ich bin gespannt. Schreib mal, ob du da was rausziehen konntest. Interessiert mich auch total. So, jetzt sehe ich gerade nochmal. Hallo Marie, sein Papa. Bei mir ist Mama, Papa und seine Eltern narzisstisch. Habe mich auf meine Mutter von allen getrennt. Bei meiner Mutter fehlt mir der Mut. Ich weiß einfach nicht, wie, ohne dass sie ausrastet. Ja, das ist immer, Christine ist ja auch, ich muss kurz einen Schluck trinken, Entschuldigung. Ist ein Mädchen, ist, ja, diese Verbindung zur Mutter, ne, habe ich euch ja auch neulich in dem Video gesagt, mit der narzisstischen Mütter und die Töchter irgendwie. Ne, das ist immer so eine,
ja, so eine Bindung, irgendwann denkt, Mann, das ist doch die Mama, und irgendwie ist das erstmal eine schwierige Sache, glaube ich, emotional, und auf der anderen Seite auch diese Angst vor der Mutter. Ich glaube, was da immer so ganz hilfreich ist, finde ich, ist sich, vielleicht auch dauert es auch ein bisschen länger, bewusst zu werden, man ist halt nicht mehr das kleine abhängige Kind von früher, sondern man ist ein erwachsener Mensch. Und die Mutter ist klar die Mutter, aber sie ist ja nicht mehr in der Rolle von früher. Und ich glaube, das ist wichtig, sich das so ein bisschen bewusst zu machen, dass man eben nicht mehr das Kind ist, auch wenn sie versucht, vielleicht in so einem Gespräch, so irgendwie, ja, weiß sie ja wahrscheinlich auch ganz genau, wo deine wunden Punkte sozusagen sind. Das heißt, wenn du da ein Gespräch führen willst, was auch immer, ich weiß nicht, was du da jetzt auch vielleicht mit ihr. Das jetzt so ein finales Trennungsgespräch ist, ob das ein Klärungsgespräch ist. Ja? Wichtig ist, glaube ich, sich das ein bisschen darauf vorzubereiten, auch in der Situation das zu machen, wo man auch stabil ist. Wenn man tausend andere Baustellen hat, ist das schwierig. Ich finde auch, wenn man sagt, man hat im Umfeld ziemlich viele Narzissten, dann macht es vielleicht auch Sinn, da immer zu, Schritt für Schritt sozusagen vorzugehen. Ne? Also zu gucken, hey, ich möchte was verändern. Wo fange ich denn da sozusagen an? Und dann nimmt man sich vielleicht auch erstmal das Leichteste sozusagen und geht dann voran. Und so ist es auch bei der Mutter. Also ich glaube, bewusst werden, dass man eben nicht mehr ja, das kleine Kind sozusagen ist, sondern dass man wirklich auch einfach groß ist. Und das ist einfach schwer mit der Mutter, aber es ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt, wenn alle Narzissten sind, auch krankhaft, dass man da seine Grenzen auch setzt. Und einfach zu gucken, welche Dosis geht da. Also mit diesem Trennen, manchmal geht es nur, dass man einfach den kompletten Kontakt abbricht, weil es einfach immer wieder in so Dynamiken läuft. Manchmal ist, neulich hat jemand geschrieben in den Kommentaren, das fand ich so cool, der geht irgendwie noch zu so Familienfeiern ab und zu hin. Also, weiß ich nicht, vielleicht zwei, dreimal im Jahr oder so. Und der sagte halt, der hat sich das zeitlich auch eingeteilt und sagte dann, ach, nimm den guten Kuchen mit, ich kann mich da vorher drauf einstellen, dann ist irgendwie gut. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, zu gucken, irgendwie, wo ist irgendwie die Dosis, oder man kann auch sagen, weiß ich nicht, 6 Stunden im Jahr, wie auch immer, so ein Zeitlimit, man telefoniert vielleicht einmal oder irgendwie sowas. Das ist, glaube ich, eine total individuelle Sache. Muss nur aufpassen, dass man nicht immer nur so ein bisschen und dann wieder immer tiefer in diese ganze Sache wieder reinrutscht. Aber sobald ihr so ein bisschen mehr Selbstwert habt, wie oft das Problem ist, dann kriegt das schon ein anderes Level oftmals. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. So, jetzt gucke ich nochmal weiter. Ich hoffe, die Antwort hat dir so ein bisschen geholfen. Ja, total schwieriges Thema. Wie geht man mit Kindern um, die narzisstische Merkmale zeigen? Ja, das finde ich auch. Ich habe ein Video gemacht vor einiger Zeit, narzisstische Kinder. Das ist eines der Videos, die mir echt sehr, sehr, sehr schwer gefallen sind, einfach weil das Thema auch so sensibel ist. Ich finde auch, wenn man Kinder erlebt, die sehr krasse Züge in der Richtung haben, dann, ja, dann merkt man natürlich auch, ja, tut es einem unglaublich leid. Ich glaube, es kommt immer darauf an, welche Rolle man da irgendwie hat. Es ist sehr hilfreich, glaube ich, wenn man da auch einen Profi sich dann einfach sozusagen zu Rate zieht. Es gibt Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, die sind speziell ausgebildet, eben für Kinder und Jugendliche einfach auch. Und da ist es vielleicht möglich, ja, dass man darüber geht. Wichtig ist, ansonsten habe ich in dem Video auch gesagt, so den Kindern einfach eine klare Struktur, je nachdem, wie viel man mit ihnen zu tun hat, zu geben, klar mit ihnen zu kommunizieren, mit ihnen auch Empathie so zu leben und sich mit ihnen auszutauschen. Ja, das ist aber auf jeden Fall ja, kein leichtes Thema oftmals. Mir ist aber aufgefallen, wenn ich beim Alltag mit Kindern zu tun habe, die einfach nicht jedes Kind, das irgendwie so ist, ist komplett krankhaft narzisstisch, aber wo man einfach merkt, hey, da geht es in die Richtung, die sind total dankbar, wenn man ihnen einfach, ich sag mal, nicht klare Ansagen im bösen Sinne, sondern einfach klar sagt, weiß ich nicht, kleinen Moment, ich rede, unterhalte mich gleich mit dir, ich muss kurz was anderes regeln, oder ihnen auch etwas zutraut. Oftmals mangelt es bei den Kindern auch, dass ihnen nicht zugetraut wird. Und das finde ich ganz niedlich, wenn man ihnen dann mal eine Aufgabe gibt. Und dann sind sie ganz verdattert, auch hatte ich auch schon einmal, ich konnte es gar nicht fassen, dass ich sie einfach habe machen lassen.
Und ja, und dankbar, dass sie halt quasi eine Verantwortung übernehmen. Dann oftmals und auch gucken, sind es manchmal dann ist dann auch so, dass ihnen einfach oft nichts zugetraut wird. Und das ist auch wichtig, die Kinder, wie gesagt, je nachdem, wie man zu diesen narzisstischen Kindern steht, dass man sie da auch irgendwie supportet. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, was es hier noch geht. Genau, was habe ich hier gerade gehabt? Scroll nochmal durch. Wow, ihr seid so viel, sind so viele Leute hier, ich freue mich total. Ich habe hier extra noch was vorbereitet gehabt. Ein Zettelchen, weißt du, dass ihr, falls irgendwie nichts los ist, schreibe ich etwas, aber da kann ich euch nochmal ein Video zu machen. Und zwar habe ich da so ein bisschen zusammengeschrieben, was einen so ein bisschen unterstützt, auch wenn man sich so ein bisschen verändern will. Aus dem narzisstischen Umfeld raus. Und das ist auch gar nicht so leicht oftmals. Aber ich sage euch ja immer, motiviere euch ja auch, dass man da irgendwie dass da man da vorangeht und das auch macht, ne? So eine Veränderung, wenn man sich nicht gut fühlt einfach. So. Ah, hier habe ich auch was. Von der Katja. Wie kann ich gegen mein Bedürfnis eine Klärung mit einer Narzisstin herbeiführen vorgehen? Es gelingt mir nicht loszulassen. Ich bin total fixiert. Ja, das ist echt schwierig, weil man möchte so viele Antworten haben auf Fragen und man bekommt sie nicht. Und das ist ja das, was einen so grübeln lässt die ganze Zeit. Man denkt so, boah, was habe ich nur falsch gemacht? Und mitunter geht man also eine Milliarde Situationen die ganze Zeit durch, zu überlegen, was das jetzt gewesen ist, was man falsch gemacht hat. Und das ist ja auch der Punkt, wo Narzissten dann halt immer angreifen und sagen, ja, du hast dies und du hast das nicht gemacht und geben einem das Gefühl, dieses nie genug sein. Ne? Das ist ja auch in der Partnerschaft und dieses nicht klären. Narzissten, glaube ich, spüren das natürlich auch wahrscheinlich. Man sagt ihnen auch, dass man etwas klären möchte und wie es oftmals so ist, das, was man so gerne klären möchte, das kriegt man dann nicht geklärt. Ja, und das ist man natürlich ärgerlich und traurig und da, glaube ich, steckt vielleicht auch wieder so ein bisschen narzisstische Zufuhr einfach auch drin, die über sowas dann irgendwie auch kommt. Und zum anderen ist man dann auch so ein bisschen alleine gelassen so mit diesem ganzen Thema. Und ich glaube einfach, erstmal muss man das wahrscheinlich für sich selber irgendwie, das dauert auch eine Zeit, wahrscheinlich klarziehen, dass man es nicht final mitunter klären kann. Wichtig ist aber, dass man sich sagt, man hat einfach keine Schuld daran. Wenn jemand wirklich in diesen ganz krankhaften Bereich geht dann und es nicht klären möchte einfach, dann könnt ihr bis zum gewissen Grad, oder du in dem Fall, ja, bis zum gewissen Grad kannst du da versuchen, das zu klären, aber es wird da wahrscheinlich keine Klärung geben. Ich glaube, es ist total wichtig, dass du natürlich auch, musst traurig sein und diese Trauer ist, wenn man eine Trennung mit einem Narzissten, einer Narzisstin einfach hatte, die ist ganz hart und die ist ganz tief, weil es an dem Boden so wegreißt unter den Füßen. Und es geht einem sehr schlecht und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man da ja, sich erstmal Gutes tut. Oftmals macht man das Gegenteil. Man macht noch mehr und noch mehr und noch mehr, dass man sagt, okay, ich kann jetzt hier nichts tun. Ich muss jetzt versuchen, irgendwie zu gucken. Ich weiß nicht, dass man sich mit guten Freunden irgendwie trifft, die einem wirklich auch einfach gut tun. Das ist zum Beispiel so eine Sache, auch einfach mal zu sagen, mir geht es einfach schlecht. Und ist einfach so, ich weiß gerade nicht, wie das weitergeht. Aber dann auch irgendwann das zu betrauern auch und zu sagen, dann für sich, wie gesagt, lang bis zu klären, dass man es einfach nicht klären kann. Und dann auch zu gucken, und das ist ja immer der wichtige Schritt, warum kamst du dieser Verbindung irgendwie auch, und zu gucken, sich selber dann auch zu stärken einfach. Zu stärken, dass man Dinge macht, die einem gut tun. Habe ich ja mal gesagt, ich bin so ein kleiner Sportfreak. Ich habe mal mit allen möglichen Sportarten in den letzten Jahren auch noch ausprobiert und angefangen. Manche habe ich auch wieder gelassen.
Aber wenn man einigermaßen sich wieder berappelt hat in dieser Trauer, so einigermaßen es wieder geht, dann auch einfach was ein bisschen rauszugehen, was zu machen. Und dann ist die Aufmerksamkeit auch nicht mehr in der Fixierung so da drauf. Es schwierig ist erstmal und dann wegzugehen. Ich glaube, das ist wichtig. Und wenn du natürlich total tief in der ganzen Sache so drin bist, sage ich euch ja auch immer, ist es auch wichtig zu gucken, habe ich da irgendwie größere Baustellen? Kriege ich das alleine irgendwie gemanagt? Und dann, wenn man merkt, okay, nee, ich kriege es irgendwie nicht hin, ist das ja überhaupt gar nicht schlimm, dass man dann irgendwie guckt, okay, ich brauche jemanden, der einfach längerfristig irgendwie da ist, der mich da auch begleitet. Und dass ihr da aber auch, sage ich auch immer, dass ihr da irgendwie guckt, dass ihr euch da einen richtigen Profi irgendwie holt, ja, also so Arzt mit psychotherapeutischer Weiterbildung, psychologischen Psychotherapeuten, also Leute, die einfach, ja, wo man einfach auch gucken kann, ganz, über einen ganz langen Zeitraum einfach, ist da irgendwas. Aber das musst du da gucken irgendwie, ja, kommst du da alleine raus oder ist es schon an der Zeit, dass du merkst, nee, irgendwie klappt das nicht. Ja, hier habe ich noch eine Frage. Wie soll man bei der Arbeit umgehen, wenn Chefin oder Kollegen so sind, bevor man alleine kündigt? Boah, ja, das ist auch eine Frage. Ja, das ist eine nicht unberechtigte Frage und es ist auch schwer. Auf der Arbeit verbringt man, wie ich finde, einfach viel Zeit. Außer ihr macht irgendwie Homeoffice ganz viel, dann habt ihr nicht so viel den Personen vor Ort zu tun, aber ansonsten ist man einfach lange und mitunter auch länger, als man irgendwie ja, zu Hause manchmal ist, wenn man ganz viel arbeitet oder so. Und das ist schwierig. Man kann als allererstes, wie ich finde, auch wieder Grenzen setzen. Ja, das heißt, wenn einem der Chef sehr schlecht behandelt oder auch wenn die Kollegin da irgendwie, mit der man zusammensitzt zum Beispiel, ne, wenn die immer wieder grenzüberschreitend einfach ist, ja, wenn die irgendwie Termine irgendwie verplant für euch, ja, oder einfach umswitcht, ein Chaos und Drama anrichtet, ne, machen Narzissten ja total gerne, narzisstische Kollegin irgendwie, die euch da irgendwie dauernd in die Parade fährt, dadurch eure Projekte, die gut geplant sind, nicht gut laufen, dann macht es vielleicht Sinn, es erstmal A, mit der Kollegin direkt zu klären, und da sage ich euch auch immer, ganz klar einfach mit ihr sprechen, das anzusprechen und gucken, was passiert überhaupt. Wenn da nichts passiert, dann zu gucken, okay, gehe ich eine Instanz einfach nochmal höher, ja, gibt es irgendwie den mit dem Chef zusammen, dass man die Sachen nochmal auf den Tisch bringt und da nochmal abklärt. Ich glaube, das ist wichtig, aber auch zu gucken, wenn es jetzt echt gar keine Besserung gibt und man es eine Zeit lang mitmacht. Ich weiß, es ist blöd, wenn man den Job echt gern mag, ja, und aber wenn man da jemanden hat, der einem wirklich das Leben zur Hölle macht, und wenn es vielleicht auch der Vorgesetzte ist, kann ja auch sein, dann ist es vielleicht noch schwieriger, da könnte man auch immer noch eine Instanz höher gehen, wenn ihr da Probleme habt, entweder auch wieder klären mit Chef, wenn mit Chef Klärung nicht möglich ist, Instanz höher nochmal klären. Aber wisst ihr, wenn ihr merkt, ihr dreht euch da im Kreis und irgendwie geht das nicht weiter und es funktioniert nicht und ihr seid sehr unglücklich, dann ist das eine blöde Sache, dass man sagt, ich habe eigentlich gar keinen Bock, meinen Job jetzt zu wechseln, ist immer eine größere Sache. Auf der anderen Seite müsst ihr da echt gucken, was für Energie da auch flöten geht für euch selber. Und wie, ich sag euch, wenn ihr da 8 Stunden sitzt am Tag, mitunter länger, das hat einen Einfluss auf einen. Und vielleicht könnt ihr, wenn ihr einen großen Konzern habt, ne, kann man sich zum Beispiel auch gut versetzen lassen. Auch eine Option, die man vielleicht andenken kann. Manchmal ist so eine Sache ja auch eine Chance, dass man sagt, okay, ich wollte es nicht, ich muss jetzt irgendwas ändern. Gut, dann mache ich jetzt das Beste raus und zack, dann gucke ich einfach. Vielleicht nochmal durchschnauben irgendwie und dann irgendwie versuchen, das zu machen. Aber es ist auf jeden Fall ja, keine so wirklich leichte Sache oftmals mit dem Job. So, jetzt kommt hier noch was. So. Ja. Hallo Marie, super schöne Idee mit dem Lashes. Planst du sowas öfters? Ja, das frage ich euch jetzt mal. ich sehe gerade, ich bin jetzt irgendwie eine halbe Stunde hier online. Ja, gefällt es euch? Das ist die große Frage. Ist es eine Sache, wo ihr sagt, hey, Kaffee um 10 ist eine super Sache. Ich dachte halt so samstags um 10. Ihr wisst ja, meine Videos kommen immer samstags um 10 Uhr raus. Und deswegen habe ich gedacht, es ist 9:15 Uhr. Ne? Und deswegen habe ich gedacht, hey, das wäre doch cool. Ne? Jetzt im Sommer ist man ja auch, dann ist euch ein Kaffee schnappt. Und ja, schreibt es mir. Schreibt mir einfach, ob ihr das Format mögt. Und ob ihr das irgendwie jetzt mal regelmäßig irgendwie haben wollt, dann
Können wir das gerne machen? Also von mir aus total gerne. Ich bin, wie gesagt, immer noch völlig baff. Von diesem, dass jetzt so viele Menschen hier sind irgendwie und ja, dass wir so interagieren können. Das ist echt cool. So, jetzt gucke ich gerade noch mal. Sehe ich denn hier? Hast du auch Probleme mit anderen Aufklärern bei YouTube? Nee. Also ich mache ja meinen YouTube-Kanal, wie ihr wisst, ich habe einen Blog und lege da sehr viel Zeit und Liebe, sage ich mal, rein. Und das ist unglaublich viel Spaß. Von daher, das ist so, das ist mein Fokus, auf das ich mich fokussiere. Und ansonsten, ich gucke viel YouTube, ich gucke mir ganz viele Kanäle an. Reisekanäle, ganz viele, kann ich euch auch nochmal sehen, mal gucken. Ich habe auch in meiner Empfehlung so ein, zwei, drei noch kleinere YouTuber, die ich echt cool finde. Die machen experimentelle, tolle Sachen irgendwie. Skifahren zum Beispiel, total witzig. Und das ist eher so das, was ich auf YouTube mehr angucke. Und wo ich auch mal so, wo ich halt auch ganz, ganz viel gucke. Also von daher, das ist so mein Fokus irgendwie. Oh, da sehe ich gerade hier, Amber schreibt, ja, super Idee, Live-Chat, genau, konkrete Fragen. Das ist ja schön. Ach, schön. Das ist toll. Ja. So. Ah, hier. Sonny 1979 fragt, Entschuldigung. Hast du schon mal was zum Thema narzisstische Geschwister, Bruder, Schwester gemacht? Das ist ein super Thema und das habe ich für die nächsten Wochen tatsächlich geplant. Ich habe immer wieder, nämlich auch Beispiele, habt ihr vielleicht schon gemerkt in meinen Videos, wo es um das Thema narzisstische Schwester, narzisstischer Bruder irgendwie auch geht. Denn auch das ist ja, kann einen ganz schön stressen, wenn man narzisstische Geschwister hat. Das kann einen sehr traurig machen, auch natürlich, weil man sich, vielleicht hat man nur ein Geschwisterteil und man würde so gerne ja, mit ihr oder ihm irgendwas unternehmen und machen und so und versucht es vielleicht schon lange und merkt aber auch, dass da einfach nichts kommt oder sie machen einem das Leben vielleicht auch echt zur Hölle. Ja, auch das kann einfach sein. Und auch die Systematik finde ich so mit der Familie, ne, das ist ja auch so ein, was man betrachten kann, irgendwie, wie hängt das Ganze eigentlich auch irgendwie zusammen und was sind da auch die Herausforderungen? Das ist schon ein wichtiges Thema. Also Sonny kommt bald, total super Idee. Ich habe, wie gesagt, ich habe so eine Liste immer, ne, wo ich auch eure Sachen, wollte ich auch nochmal sagen, eure Ideen. Ich habe auch Befragungen gemacht in der Community-Tab. Voll cool, super, habt ihr so schön echt alles beantwortet und so. Und ich, ja, ich gucke mir das auch an und versuche da auch die Videos immer so dran anzulegen. Also deswegen sage ich auch immer, es ist mal keine Einbahnstraße hier. Ich gebe mein Bestes. Ihr seht auch, das Reden in meinen Videos ist auch hier. Ich rede mit Händen und Füßen immer, das ist eine Sache. Ja, das ist, glaube ich, ich weiß auch, manchmal sage ich so italienisches Temperament vielleicht noch so in mir, keine Ahnung. So, oh, aus Griechenland hier, wow, cool, Grüße nach Griechenland, da war ich auch schon, habe ich Windsurfen gelernt in Griechenland. Fand ich total klasse und sie haben auch so leckeres Essen. Wobei mein Freund würde das nicht sagen, der mag das nicht so gern. So, dann mache ich noch eine Frage, wenn ihr noch Lust habt, abschließend. Wie kann man sich am leichtesten von der Beziehung zu seiner narzisstischen Mutter lösen? Ja, die Mutter, habe ich ja gesagt, ne, da habe ich jetzt einige Videos zu gemacht, auch Muttertag, weiß nicht, ob ihr das Video schon kennt, mein letztes Video, das ich gemacht habe, ne, weil das auch so ein typischer Tag ist, der einem das Leben total schwer machen kann. Und ja, das ist ein wichtiges Thema. Die Mutter ist, wenn man so eine enge, ne, Bindung zu ihr hatte, echt schwierig. Das Wichtigste ist, glaube ich, sich der Sache erstmal bewusst zu werden, Situationen auch bewusst zu werden, Situationen, die vielleicht auch wehtun, sich mal ein bisschen klarer anzugucken, wie die Mutter mit einem so umgegangen ist und das auch mal sich realitätsnah sozusagen für sich selber auch anzusehen, auch ihr Verhalten. Dann, wie gesagt, auch wenn ihr Sachen klären wollt, was ich auch immer finde, ist einfach gehen, ist die Sache. Ja, dann ist ja vieles so ungeklärt. Man kann das oftmals nicht klären, aber manchmal ist es hilfreich, vielleicht auch, was ich eben meinte,
Habt ihr doch Fragen aus der Kindheit vielleicht, Sachen, die passiert sind, ja? Sachen, die ihr, wo ihr einfach wissen wollt, was sagt sie dazu? Und dann kommt vielleicht auch eine sehr abwertende Antwort, ja, nach dem Motto, ja, was willst du denn eigentlich, ist alles gar nicht passiert? Oder, ja, mach du es doch besser, wenn du eigene Kinder hast, ja, so Entwertung. Aber wisst ihr, das ist eine Erfahrung, diese Antwort, das tut weh, aber man kann diese Antwort nehmen und diese Sachen und sagen, okay, das ist alles vorgefallen, das ist die Antwort. Dann könnt ihr ja auch, ihr seid nicht mehr die kleinen Kinder, ihr könnt ja auch sagen, ich habe es ganz anders empfunden. Dann kann natürlich ein riesen Tsunami auf euch kommen. Es schweigt, schreit sie, sie schweigt, wie auch immer. Aber dann zu gucken, okay, wie stelle ich die Beziehung jetzt für mich auf eine Basis, die für mich in Ordnung ist. Sage ich irgendwie, okay, ich kann das gar nicht mehr, also ich möchte es nicht, es tut mir nicht gut, ich ziehe mich komplett zurück. Oder sagt ihr, wie gesagt, was ich vorhin meinte, ne, irgendwie eine gewisse Dosis für sich zu finden, wo man sagt, hey, komme ich mit klar, ist in Ordnung und dann bin ich zufrieden. Ich glaube, das ist so die Sache. Aber guckt ihr vielleicht die Videos nochmal an. Ich habe auch ein Video gemacht, 10 Tipps bei narzisstischen Eltern, die euch auch so ein bisschen helfen wollen sollen. Ja, bei diesem wirklich ja, sensiblen Thema, narzisstische Eltern, narzisstische Mutter einfach auch. Das ist echt ein Thema. Das ist echt ein großes, großes Thema, ja. Ja, ich sehe gerade. Hier schreibt, ich bin so dabei, wenn es nicht zu früh am Morgen ist. Ja, super. Wann ist denn das für dich zeitlich? Ist ja 10 Uhr, ist auch eine gute Frage. Ist 10 zu früh? Ist 10 gut? Wie gesagt, lasst doch euren Gedanken einfach mal freien Lauf. Ich bin total happy. Wisst ihr, was ich mache? Ich schreibe das einfach mal in den Community-Tab. Und dann mache ich mal eine Befragung einfach. Dann mache ich so ein paar Optionen mal rein. Und dann könnt ihr ja einfach mal reinschreiben, was ihr irgendwie denkt. Vielleicht eine ganz gute Idee. So, ihr Lieben, ich würde mal sagen, ich würde jetzt einfach mal mich verabschieden. Es sind jetzt auch schon 37 Minuten geworden. Das ist ja echt... wo hast du in Griechenland surfen gelernt? Auf Kurs habe ich jemanden kennengelernt, durch den ich hier gelandet bin. Oh, ja, ich war auf Lesbos. Auf Lesbos kann man... Windsurfen lernen. Also da war ich mal und dann habe ich da so einen Kurs gemacht. Das Wasser war aber echt eisekalt. Das war nicht so schön. Aber der Rest war ganz gut. Das ist schon ein paar Jahre her. Ja, ist halt genau sonntags. Na, ich sehe schon, also ich sehe, ihr habt die Unterschiede. Ich mache die Zeitfrage mal in den Community-Tab. Und da bin ich total gespannt, was dann dabei rauskommt. Ja, das ist ja total nett. Ja, seid echt toll. Also möchte mal sagen, ich bedanke mich saumäßig doll bei euch, dass ihr alle gekommen seid, dass ihr alle so geduldig gewesen seid. Ich bin gestern echt fast durchgedreht, als es nicht ging. Und dann heute Morgen war ich wieder ganz aufgeregt und es ging wieder nicht. Und jetzt bin ich, glaube ich, durch sozusagen erstmal mit den ganzen Fragen, die ihr hattet. Und freue mich total, wenn ihr wieder dabei seid. Nächsten Samstag gibt es wie gewohnt ein Video von mir. Ich muss mal schauen gerade, ich habe so ein paar Ideen, was ich für eins mache. Und wie gesagt, Kommentare, ich beantworte, habt ihr vielleicht schon gemerkt, montags antworte ich auf die Kommentare. Ich nehme mir doch mal echt viel Zeit für, weil ich das so wichtig finde. Und ich finde es super cool, es war mein erster Livestream hier. Ihr seht, technische Schwierigkeiten überwunden. Yeah, danke an meinen Freund, der echt da war. Ich wünsche euch einen total tollen Tag noch. Es ist so cooles Wetter hier, also... Ich hoffe, ihr habt auch so schönes Wetter und fühlt euch ganz, 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 ganz dolle gedrückt. Also, ihr Lieben, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ja? Tschüss!